Schnibbel die Stab und hallo Drio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2 Heart of the Swarm mit mir, dem Nefkara Multiplayer. Und mit mir, dem Master D. Das war doch perfekt. Ja, mit dem Master D, wir schreiben nämlich, also Maxi und ich schreiben am, wenn wir schon mal auf Spielen drücken, wir sind nämlich auch Gold, ja. Der Dome und ich haben nämlich die 4 Ranking-Matches von 5 gewonnen. Ja, ja, so ist das. Ja. Und seitdem auch nicht mehr gespielt, wir sind beide außer Übung. Ja, richtig. Eine Woche nicht. Ja, richtig geil. Um wieder zurückzukommen, Maxi die ganze Woche, wir waren ja auf der Gamescom, Master D, Yoshi, ich, Rita, wir waren alle auf der Gamescom. Und also Maxi, Rita, ihr wisst ja, wir vertauschen das ja immer, wir nennen uns ja auch immer beim Real-Life-Vornamen, also hier mit Kürzel und so. Ich sag ja auch immer Dome zum Master D, der Michi und so weiter und so fort. Die Macht der Gewohnheit schlägt zu. Ja, und wir spielen gegen Kaizorn und Zerg und gegen Hexover. Ein random Level 105. Vor dem habe ich mehr Panik wie vom Zerg, bin ich ehrlich. Ja, ich bin mal gespannt. Du weißt, aber gegen Zerg, Tool First und Roachnell hat ja Yoshi ja schon, glaube ich, richtig reingeprügelt teilweise, denke ich. Ja, es hat sich auch im One-on-One bewährt. Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, da letzte Woche Gamescom war und wir waren 2 Tage da, also Maxi und ich waren 2 Tage da, Yoshi und Dominik jeweils ein. Und dadurch, sie muss jetzt lernen. Geht nicht anders. Wir waren auf der Gamescom und die Woche war sie arbeiten und wir schreiben am Mittwoch Prüfung. Und dann habe ich gestern, also wir haben jetzt noch Sonntag, Sonntagabend, wenn ihr eben auf die Zeit geguckt habt, richtig spät sogar. Für StarCraft zumindest. Einer von denen weg, glaube ich. Ich hatte gerade schon so einen Mikrohänger. Und ja, wie gesagt, sie muss halt lernen. Ist wichtig. Ne? Unser Studium geht natürlich vor. Master, die ist ja von uns, was Studium angeht, locker geschmeidig am weitesten. Ja, jetzt geht's ans Arbeiten. Ja, ja, wobei das zählt ja immer noch zu deinem Studium. Genau, es zählt noch als Praktikum, Praxissemester. Aber man wird bezahlt, das ist das Schöne. Ja, das ist richtig geil und das ist auch nicht so wenig. Ja, kann man von leben. Ja. Also nicht wundern, ich werde natürlich, wenn ich weiß, was der Gegner ist, auf einem Banshee-Bild, Order, Reaper, Quatsch-Gedöns, ihr kennt ja meine Build-Order. Das ist ja gegen Zerg, ist das ja ziemlich effektiv gewesen, immer wieder. Ja, ja, bin nur momentan am Überlegen, was denn der andere ist. Also ich gehe ja gerade scouten, dann sehen wir, was der andere ist und dann kann ich dementsprechend meine Build-Order überlegen. Bei 19 gehe ich Echsen, ist halt wichtig. Ja. Wir haben einen Terra Mirror Match. Das heißt, ich kann Hellion Build spielen, Hellion Build Order. Das Gas setzt da jetzt an, mein Gas ist vorher durch gewesen, das ist sogar jetzt fertig. Und geht eigentlich. Er scoutet gerade. Ich weiß gar nicht, wann ich das kriegt. H. J. Ja, der macht einen Drone. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt aber. Ja, Problem ist, ich verkacke immer das Abbrechen. Achso. Ich weiß nicht, wie man das abbricht. Ich verkacke das immer wieder. Aber der hat halt einen Worker-Kill bekommen. Ich bin zu blöd dafür. Immer wenn ich Yoshi frage und auch selber nachgucke, kriege ich keine Antwort darauf, wie das für uns. Weil Yoshi das selber nicht weiß. Er drückt dann alle Tasten so lange, bis er die richtige erwischt. Aber immerhin lässt er sich töten. Das ist doch nett. Oh, du hast ihn alleine eingecaged. Das ist mal ein Talent. Ja, mich verarschen. Der hat sich wahrscheinlich nur verklickt. Nee, der war, ja kann sein, aber der war in dem Ding da eingecaged. Ich weiß nicht, ob du es geschafft hast. Mit einem Minion sowas zu schaffen. Ja, du bist, man merkt ja, an, dass du ein Deutschspieler bist, Minion. Ja, das ist ja ebenfalls die Macht der Gewohnheit. Kommt der wieder mit einem an? Ja, soll er doch, ich kill auch den Worker jetzt. Ein AP hat er noch, hast du zufällig irgendwas draußen? Nee, noch nicht. Die Queen kommt gleich erst. Ja, der Sir könnte, ich habe gar nicht, da war kein Pool, das heißt, der ist Exe First gegangen, das heißt, das könnte sogar ein richtig gut funktionieren. Vom Opening her, was ich hier vorhabe. Könnte, hätte und Fahrradkette. Man kann sich nie so sicher sein. Ich mach mal vorne einen Bunker hin. Ich hab ein bisschen Schiss, dass sie sonst irgendwie eine cheesy Scheiße, wie sonst auch immer, machen. Ich hau jetzt 2 Marines raus. Und wenn die 2 Marines draußen sind, sollte mein Effekt auch stehen. Und dann gehe ich Echsen. Du bist ja, Ich bin gerade irgendwie perplex gewesen, weil ich ein Supply von 20 Maximum hatte, das hat mich irgendwie verwirrt. Okay. Habe ich vorher noch nie gesehen.
Das ist hart. Ihr seht hier gerade die zwei Marines direkt da rein. What's going on? Ach, fuck. Ja, das ist mein Exit, du Arsch. Oh mein Gott, nein. Er kommt in ein Ovi invaden. Ich will Aliens haben. Aliens. Not enough minerals. Ja, ich baue jetzt zwei Hellions und wenn die zwei Hellions dann kommen, werde ich mich wieder um die Post kümmern müssen. Bin ja gerade ein bisschen verpeilt, vercheckt. Keine Ahnung, ihr müsst ja bedenken, Dominik hat es gerade eben. Ja, Master, den wie auch immer. Ihr kennt ja theoretisch schon seinen Real-Life-Namen, weil er sich ja schon mal selbst verraten hat. Ist das toll. Nehmen wir nicht nur mal ein paar Mal. Ist aber auch nicht so ultra wichtig. Bei ihm zumindest nicht. Ja, ich werde es überleben. Hoffe. Oh ja. Wenn er nie wissen. Da sagst du was. Also, ich spiele jetzt erstmal Roaches am besten, denke ich, ne? Ja. Dann schauen wir mal weiter. Ja, wir müssen halt. Soll ich auch noch auf Banelinge machen? Weil ich glaube, Mass Bio könnte sich sogar noch lohnen. Ja, könnte. Könnte sich wirklich echt lohnen. Ich bin gerade am Überlegen, Doppel Widow Mine zu spielen. Warum baue ich eigentlich gerade ein Depot? Natürlich brauche ich keine Depots. Warum sollte ich sowas tun? Das ist doch auch voll nötig und so. Weißt du, nützlich, sowas gibt's? Ja. Ach fuck, ich hab doch schon Depot. Wie gesagt, wir sind halt gerade ein bisschen vercheckt. Ich glaube, das wird so eine derbe Niederlage, aber mal abwarten. Ja, mal abwarten. Komplett. Also wir sind ja nicht komplett scheiße jetzt deswegen. Ich glaube, ich sollte mal. Scouten gehen. Das hättet ihr ja gerade, das habt ihr gerade gesehen, wie ich hier gerade unten. Das habt ihr vielleicht volle Kanne mitbekommen. Wie vercheckt ich wirklich bin, hat man gerade richtig gut gesehen. Habe ich mich gerade nämlich hardcore verdrückt. Ja. Ich sollte auch noch einen Scan raushauen. Ja, genau, damit wir mal wissen, was los ist. Und die Frage ist ja auch, was mache ich denn dafür? Ach, du willst schon mit Zerklingen gehen, okay. Ich will nur wissen, was die machen. Das sind nur Scouts. Our allies are being attacked. Ja, gut. Meine hat verloren, ja. So. Kein Baneling-Nest und ich habe viele Hellions, also... Kein Baneling-Nest? Nein, ich habe doch gerade gescannt. Okay. Also wenn du magst, können wir da schon ein bisschen Druck ausüben, weil ich bin ja nicht umsonst gerade ordentlich am Durchpumpen. Ja, ich müsste jetzt mal anfangen, Druck aufzubauen. Ihr seht gerade, zweite Fact kommt bei mir. Ein bisschen bin ich Gas angepflanzt. Ich guck mal ein paar Echsen ab, ob da schon was ist. Ja, mach das. Dann muss ich mal ein paar Schaben morphen, glaube ich. Alter, ich schäme mich für meine Build-Order, tut mir voll leid. Also Build-Order an sich ist jetzt nicht die mieseste, aber das, was ich sonst so mache, ist richtig traurig. Talk to me, boss. Not enough minerals. Not enough. Ja, ich will noch eine Banshee haben. Oh. Okay, ein Drop. Hast du was dagegen? Ja. Die Widowmine ist scheiße. Da ist eine Widowmine drin? Ja. Okay. Ich bin ein Idiot. Ach, jetzt kommt er bei mir rein. Jo. Und verzieht sich. Jo. Not enough minerals. Not enough minerals. Not enough minerals. Research complete. Lebt meine Queen? Ah, sie lebt. Ja, wie ihr seht, habe ich meine Hellions Counter repaired. Wichtig! Ich habe zwar alles vercheckt, aber das sollte man niemals verchecken. Genauso wie das Waffen-Upgrade. War echt ganz schön lame.
glaube, ich sollte nochmal Exen gehen. Ich glaube, wir sollten gleich mal Druck machen. Klar hat der Medivex und so, aber der hat halt ziemlich viel, Ja, wir müssen, auf jeden Fall Druck aufbauen. Mit langsam. Ja, auf, das sagst du, ist auf jeden Fall müssen wir Druck aufbauen. Ah, ihr seht halt gerade, wir sind echt langsam. Hab ich gar keine Worker mehr hier? Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Habe ich mir alle meine Worker hier rübergezogen? Bin ich eigentlich für ein Esel? Für ein Esel. Nur Marines. Wie gesagt, der hat halt nicht viel. Da kommen jetzt noch ein Raven bei mir. Weitere Panzer, noch mehr Hellions. Ah, okay, er schleimt schon mal interessant vor. Ja, soll er machen. Oh, Zerklinge, ganz viele Zerklinge. Das ist doch voll egal. Das ist gut so. Für mein Bild ist das richtig schlecht. Ich hab Blue Flame Hellions. Ja, deswegen. Wollen wir? Warte, ich baue noch ein paar Hydras dazwischen. Ja. Und dann können wir los, wenn die gemorpht sind. Ja, wie gesagt, finde ich eine geile Idee. Ich schmeiß übrigens meine nächste Base jetzt. Dann müssen wir aber als erstes hier die Base, weil da hat er eine Base gebaut. Dann gehen wir am besten von hier oben rein. Ja. Ach, der wollte mit dem Medivac rein. Lol, der hat an meinem einzigen Tower, den ich habe, seinen Medivac verloren. Will der mich verarschen? Echt? Ja. Das ist ganz schön traurig, Kollege Turnschuhe. Das tut mir nicht leid. Das ist einfach nur traurig. Ich habe keine Medivacs, das ist ein bisschen scheiße. Also von mir aus können wir jetzt Druck aufbauen gehen. Oh, Nylius. Wo? Lol, ganz geschmeidig hinten rein. Insufficient Vespin Gas. Ja, wir müssen jetzt mal langsam da rein. Jo, richtig. Wie gesagt, es ist jetzt nicht so schlimm, was er wirklich gemacht hat, Gott sei Dank, aber. Ja, ärgerlich, es geht ums Prinzip. Ja, es geht ums Prinzip. Ich habe meine nächste Base draußen. Ich weiß nicht, was du für ein Army Supply hast. Ich habe 30, nur an Hagins, ne? Ich weiß gerade nicht. Also das, was du da vorne siehst, ist meine Army halt. Mega geil. Also nicht das, was du da gerade gemacht hast, das, was gerade bei mir passiert ist auf dem Bildschirm. Gut, der hat da oben geäxt. Ja, dann gehen wir da zuerst hin, oder? Ja, würde ich auch vorschlagen. Okay, ich muss ein bisschen auf dich warten. Ich bin nämlich um einiges schneller. Außerdem muss ich meine Hellions mal auf eine Taste legen. Damit ich die auch... Ah, ich morph die einfach um. Jetzt schon. Ihr seht, ich habe unglaublich viele Minerals. Dementsprechend setze ich die gerade auch um. Ja, warum scanne ich eigentlich? Ich habe auch Raven dabei. Oh. Ah, Banding und Mutas. Ja, ich hab viel drin, aber... Oh, scheiße. Ich bin schon weg. Fuck, ist das viel. Das war wirklich viel zu viel. Okay, das ist jetzt kacke gelaufen. Das war's, glaube ich. Ja. Ja. Ja, die muten, ne? Ja. Ja, jetzt kommen sie. Ja, die Marauders waren genau gegen dich. Und ja. War jetzt nicht die große Hilfe. Ja. Ist auch ein bisschen meine eigene Schuld. Add-on complete. Our allies are being attacked. Our allies base is under attack. Coming through. Upgrade complete. Ich gebe noch nicht auf. Ich meine, ich habe da so fucking hohe Upgrades und so, also ich habe jetzt nicht vor, direkt aufzugeben. Warten wir mal ab, was jetzt passiert. Our allies base is under attack.
Naja, Problem sind die Mutas. Dagegen kann ich halt gar nichts machen. Na, ich morph jetzt nur Hydrin an. Muss man irgendwas gegen die Marauders machen. Ja, die kommen gerade hinten rein. Okay, das ist natürlich für mich eine doofe Idee, da hinzugehen. Ich gehe mal wieder zurück. Add-on complete. Ihr seht es gerade, ja, wir sind total raus gerade ein bisschen. Weil kann man ja auch nicht für übeln das Ganze dann. Not enough minerals. Ja, meine Build-Order ist halt Käse, ne? Ich baue jetzt noch Tor dazu. Ich brauche jetzt eigentlich nur noch Gas von euch, der Rest ist eigentlich nur was. Von meinen fleißigen Workern baue ich nur noch Gas. Insufficient. Ja, na klar, haben die uns hinten reingedrängt, aber wir sind auch noch nicht Game Over. Na, ich muss mal gucken, dass ich hier rauskomme und dann. Also, ich muss mal hier raus und gucken, ob meine Echse wieder frei ist. Ja. Insufficient Vespin Gas. Mineral Field depleted. Das ist zwei Eier, sehr schön. Da war ein Scout. Ja, da kommt aber nicht rein. Da kommen die Mutas. Wo? Hinten. Wo kommen die hin? Die kommen jetzt von hinten rein. Welche Seite kriegen? Links, bei mir hinten. Ah ja. Insufficient Vespin Gas. Wobei, ich bleib vorne, ich bleib vorne. Ja, ich bleib hinten, die Hydren, die machen das schon. Ich habe aber auch viele Anti-Air-Tower stehen, so ist das. Pass mit deiner Base auf. Oh, jetzt kommt der wieder von da. Our allies base is under attack. Base is under attack. Ja, du hast recht. Ja, du hast recht. Not enough energy. Und da habe ich meine Base verloren. Ich habe ja noch eine, so ist es ja nicht. Ach. Da hat der auch nochmal geäxt. Da auch nochmal. Ja, die... Ja, wir müssen jetzt... wir müssen uns jetzt rausbewegen. Ja. Wir haben da keine andere Wahl mehr. Und dann hoffen... Ich habe jetzt einen Raven dabei. Und dann halt gucken, dass wir das auch mal abgewehrt bekommen. Ich habe ja auch Anti-Air, so ist das ja nicht. Die kommen von oben da, glaube ich, gleich. Oh, droppen. Ja. Tut er wirklich. Scheiße, ey. Okay, jetzt lass go. Der will wieder Nylius machen. Okay. Lol, warum kommt der denn durch? What the fuck? Ich hab doch da überall Anti-Air. Die ist zu weit weg. Ja, anscheinend. Ja, egal, wir müssen trotzdem jetzt los. Es wird da nichts mehr. Ich habe unglaublich viele Minerals, das könnt ihr hier auch ganz gut sehen. Das habe ich wirklich. Weil ich eben so fleißig geäxt habe. Additional supply depots required. So, go. Jo. Da sind viele Echsen. Oh. Jo. Egal, ich bin bei dir. Ich habe ja selber, wie gesagt, jetzt auch Anti-Air. Not enough minerals. Not enough energy.
Our allies' base is under attack. Are being attacked. Der hat wieder einen Nydus hinten bei uns reingesetzt, die Sau. Ey. Oh, ist das noch Bio. Ja, aber der verliert zu viel. Ich habe da unglaublich viele Tore stehen. Und der andere hat auch alles verloren. Ja, aber die machen uns gerade mit ein paar läppischen Zerfing alles weg. Ja, kann schon sein. Lass weiter angreifen. Ja. Da ist auch noch eine Echse. Du wärst mit direkt rein. Hier sind die ganze Echo. Okay. Brauch dich hier. Ja, ich hab hier die Mutas. Ja, ich komme zu dir gerade. Mein Problem ist der Hintergrund. Hab ein paar Hydrun gespawnt. Oh. Diese Bio-Kacke, ey. Das sind so viele. Naja, die Echsen halt überall, wir haben so einen Mineral-Nachteil. Und meine komplette Echo-Line ist im Eimer. Ja, der hat jetzt unbesiedelt. Die sind auch überall, wie du meinst, nicht schlecht. Ja, wir sind einfach leider zu sehr raus. Not enough energy. Go ahead. Big job. What's going on? I hear you. Ja, kann schon sein. Wir haben jetzt einen absoluten Echo-Nachteil. Leider. Not enough energy. Ah, ja. Na, jetzt da oben. Ja, nimmt sich jetzt mir meine Base da oben weg. Insufficient Vespine SCVs are under attack. Insufficient Vespine Gas. So viel dreckige Bio. Ja, die Marauders sind halt auch ein riesiges Problem. Ja. Weil du halt auf Mech gegangen bist. Ja, von zwei Seiten gerade umziehen. Ja, das ist zu viel. Die Marauders sind das riesige Problem gerade. Ja, das sind sie wirklich. Na, ich glaube, das kann man leider aufgeben. Ja, weil ich jetzt auch keine Minerals mehr habe. Das sind gerade die letzten Einheiten, die gerade spawnen und dann ist es leider Ich hab null Income. Ja, ich hab zwar Income. Du hast so viel Gas! Scheiß die Wand an! Jawohl, könnte ich nicht verwerten. Ich hätte mit dem Gas was arbeiten können, aber ich wusste nicht, dass du so viel hast. Naja, Leute. Das erste Match geht an unsere Gegner, Kaison und Hexover. Sind halt wirklich voll raus. Oh Gott. Naja, Punktübersicht. Gucken wir uns die Leute doch mal an. Hexover. Oh, einmal Master war der Kaison. Oh, sechsmal Platin. Also ist nicht so. Der hat 1055 Matches, also. Hexover. Einmal Master, hast du ja auch gerade schon gesagt. Ihr seht hier die Leistung. Ja, 60 RPM immerhin hingekriegt. Dafür, dass ich so lange nicht mehr... So ist es für mich wirklich gefühlt lang nicht mehr gespielt. Alter, ich habe die meisten Einheiten auf dem Platz, wenn ich hier 349. Ich habe halt die ganzen Zirklinge auch gerüstet. Ja gut, die waren perfekt, nur zum Rüsten.